Feuerdrache, Seewiefken und Hexenbad, Ritterkämpfe und Musik. Das Mittelalter hat am Samstag und Sonntag Einzug in Huxil gehalten. Cheforganisator Willi Krämer und seine Mittelaltergruppen vermittelten mit Augenzwinkern und Humor, wie vor einigen Jahren das Leben wohl ausgesehen haben könnte. Den Mittelaltermarkt im alten Hafen ergänzte das Heerlager auf der Wiese an der Marina. Ein besonderer Höhepunkt, die Feuershow am Samstagabend. Auch der Huxiler Feuerdrache war wieder dabei und erwachte dank Mechanik im Magen im Feuerschein zum Leben.